Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Portal in Splatoon 2 online. Ja, wir haben mal wieder ein wunderbares Splatfest bekommen. Ja, beim Anti-Gorgo und Pro-Gorge. Das ist, ich komme darauf einfach nicht klar, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Das Schlimme ist, ich wusste es ja noch vorher, weil ich noch bei einem Discord-Server von Splatoon 2 oder noch bin. Also einen offiziellen Server. Als ich das schon gesehen habe, ey, Gurken auf den Burger sind widerlich, Gurken auf den Burger sind lecker. Nee. Und ich hätte gedacht, Klopapier war schon schlimm. Oder damals die beschissensten Themen, aber ja, gut. Ich habe keine verdammte Ahnung. Das juckt da einfach keinen. Entweder so oder so und Hauptsache, der Burger wird gefressen. Das juckt kein Schwein ohne Witz jetzt. Da kenne ich nichts. Oh, nee. Einfach nur nee. Aber egal. Wir gehen jetzt in Artis Laden. Gönnen uns die 96er Gallondego, obwohl ich die längere Variante nicht so geil finde als die kürzere Variante, aber okay, gut. So, was hast du zu sagen? Für dich jetzt im Angebot, 96er Gallondego. Der 96er Gallondego basiert auf dem 96er Gallon. Hätt's gedacht. Ist allerdings etwas dekorativer. Wie denn, bitteschön? In der Tintenwall, ist ganz okay. Schützt dich und deine Schmuckwaffe vor der Tinte des Gegners oder verwehrt ihm das Vorrücken. Plötzliche Verstöße kannst du per Tintenschock zum Stehen bringen. Insgesamt ein Set für verbissene Revierverteidiger. Ja, 16.200. Also wenn das nicht teuer ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Ja, gönnen wir uns gleich. Wunderbar. Naja, mal schauen, wie es dann im Fight wird. Aber wir machen es so, weil da... Das... Arovana Sender, hätte ich jetzt fast den Namen vergessen, war ja gestern einen kompletten Tag zur Verfügung. Jetzt habe ich den perfekten Zeitpunkt erwischt, leider nicht im Revierkampf, dafür im Rangkampf. Deswegen, ihr wisst, was das heißt, es gibt mal wieder ein Part, wo ich nur Rangkämpfe machen werde. Ja, der größte Abfuck überhaupt. Ja, ich freue mich drauf.
eigentlich eher gar nicht, aber ich will es euch zeigen, auch wenn ihr schon alle die Map gesehen habt. Aber egal, wir machen nur Rangkämpfe und ja, es ist sogar Turmkommando. Mal schauen, also bis gleich. Schlimmer hätte es nicht irgendwie kommen können. Erstens, dass ich sowieso meine Brille nicht mal vergessen habe mit ranzuziehen, deswegen nenne ich es einfach die No Glasses Edition. Und dass ich in Tom Commander A- bin, drei Risse habe und noch eine krassere Möglichkeit habe, meinen Rang zu verlieren. Na, eigentlich ja nicht. Weil die Markierung habe ich ja schon. Aber ja gut. Nein. Na gut. Und dann, dass ich auch noch unbedingt noch mal 4 Minuten warten musste, dass ich weitermachen konnte, fand ich auch geil. Deswegen habe ich einfach eine Einzelaufnahme gestartet, weil das wäre ein bisschen kacke. Meine Meinung her. Ja, genau, finde ich cool. Ja, du Arschloch. Ja, genau. Ist auch schön, wieder richtig schön auf die Fresse zu bekommen. Finde ich geil, definitiv. Ja, ich kann schon mal damit rechnen, dass ich meinen Rang verliere. Beziehungsweise bis auf die Markierung zurückgesetzt werde. Aber so viel über der Markierung war ich sowieso nicht. Also von daher wird es jetzt von meiner Seite aus gar nicht mal so schlimm. Also von daher sind sogar gerade recht gut Dinge. Achso, wir waren Teammate. Ich dachte schon, hey, what the fuck? Aber irgendwie, genau, baller ich nur so durch die Gegend rum. Irgendwie, ich weiß irgendwie gerade nicht. Ich beteilige mich nicht so richtig an Spielgeschehen. Yes, ich konnte mal einen killen. Wow. Was für ein Erfolg. Warte mal. Geht der Turm nicht schneller oder so, wenn mehrere drauf sind? Ich weiß gerade nicht so. Ich habe immer so das Gefühl. Deswegen. Ja, war ja Tintenwald dabei. Nee, verpiss dich. Danke dafür. Nein, ich habe keine Tinte mehr. Ich habe keine Tinte mehr. Was Scheiße. Nö, das sehe ich hier mal nicht ein. So. Ich könnte irgendwie noch ausweichen. Gehst du nicht mal? Ach komm. Nein, nein, nein. Kevin. Ein Franzosen Kevin. Oder so. Keine Ahnung. Wegen dem Strich auf dem E. Egal. Spielt auch keine Rolle. Jetzt haben wir uns so gut vorgearbeitet. Und jetzt hier wird alles hier zur Sau gemacht. Was soll denn das hier? Sehe ich ja mal überhaupt nicht ein, damit das klar ist. Hat er eine normale Sniper? Ah, nee, ja, normale Sniper, aber mit Scope. Macht sowieso überhaupt keinen Sinn, dass mit Scope irgendwie die Reichweite immer besser ist. Macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Weg damit. Komm, ich verpasse hier mal einen Splashdown. Nee, konnte ich leider nicht. Schade. Tja, anderen G und K. So, wie schaut's denn aus? Immer noch Vorteil für uns noch. Aber die Gegner versuchen noch mit aller Hand noch etwas für sich zu verbessern. Na komm, da war doch, da ist auch einer auf dem Turm, oder nicht? Sniper ist auf jeden Fall aktiv dabei am Rumcampen hier. Man kennt ihn. Oh, der war noch schön. Schön reingedrückt hier. Yeah, nice. Irgendeine Zahlenkombination mit Symbolen. Getötet. Wie auch immer. So, wir nähern uns mal wieder langsam ran. Nein, ich werde zurückgedrängt. Was soll denn das? Warte mal, hier ist ein Gegner, kann das sein? Nö, hätte gedacht, weil hier zu viel grüne Tinte. Deswegen dachte ich, es ist einfach mal so. Nein, ich will nicht sterben von dem verdammten Regen. Irgendwie das Peinlichste war, woran man dann sterben kann. So, wieder G und K erledigt. Finde ich auf jeden Fall wunderbar.
Warte, ich versuche mal den Sniper zu erledigen, wenn er noch am Leben ist. Oder halt auch nicht. War das dämlich. Na, jetzt hat er sich wieder verpisst. Komm, wo? Wo bist du, ne? Zeig dich mal, Junge. Oh, okay, dann halt nicht, weil du schon tot bist. Dann halt nicht. Nur teilweise Hits. Aber ich glaube, wir haben gewonnen. Geil. Schön. Aber wenigstens nur knapp bis zur Markierung gekommen halt insgesamt. Mal schauen. Ist immer unterschiedlich. Hat irgendwie was mit der Liga-Power, nee, mit dieser Power zu tun, wie auch immer. Ja, kann mich nicht beklagen. Na, vielleicht wird's noch was ich zwar eher überhaupt nicht mehr denke. Aber naja, vielleicht wird es ja noch was. Das werden wir jetzt herausfinden. So, neue Runde, neues Glück mal wieder. Aber Permut Akademie, warum? Ich will Arovana Sender zocken. Junge, ist denn das so schwer? Mein Gott. Wenigstens einmal. Mir gefällt die Map irgendwie. Ich weiß irgendwie auch nicht. Vor allem der Zeppelin, der sticht wenigstens so schön ins Auge. Auch da haben die irgendwie die Farbe geändert. Der war doch damals irgendwie so weiß-grau oder so irgendwie gewesen. Und jetzt hier im neuen Style ist er irgendwie so rötlich. Ja, lieber aufs Spielgeschehen kurz drin, anstatt über die Farbe des Zeppelins zu reden. Ja, nee, ist klar, ne? Ja, deswegen war der Tod auf jeden Fall verdient. Ja. So, ich versuche mal den Splashdown in der Nähe des Gegners mal zu aktivieren. Wenn das irgendwie ginge. Schade. War ein Versuch wert. Ach ja. Ach ja. Heute werde ich versuchen, so wenig ragen wie möglich. Damit das klar ist. Aber okay. Komm, wenigstens ein kill ich. Oder halt auch nicht. Ey, Mann, was soll der Scheißdreck? Piss dich, deinen komischen Insta-Bomben, ey. Ja, jetzt sieht's wieder scheiße aus, ne? Schnauze voll hier. Er ist einfach nur krank. Ey, den wollte ich gerade erledigen. Scheiße. Egal, kurz mal die Ultima voll machen. Und das Team mal versuchen, mal wenigstens etwas zu supporten. Wenn es im Bereich des Möglichen wäre. Yes. Ja, jetzt bin ich tot. Ey, wieder das scheiß Sniper wohl auch wahrscheinlich. Ja, komm, ey. Gennot. Was für ein räudiger Name. Jetzt läuft es wieder richtig scheiße. Nee, wobei, wir sind eigentlich nicht knapp dabei, weil 63 ist zwar keine safe Zahl, aber ich bin schon wieder tot, Mann. Dreckige, komische Zahlenkombination. Und der hat auch noch diese komische Maske auf. Im aktuellen Monat des Salmon Ones. Ja, das werden wir verlieren. Mann, ey. Ich würde halt dreckige Teammates bekommen. Kann auch nicht sein, ey, weil anderes. Suchten wie die Verrückten hier, Alter. Ich bin nicht einer, der 1200 Spielstunden hat. Wäre was Besseres zu tun, als 24/7 das Splatoon zu suchten. Meine Fresse, Sprachfehler habe ich auch noch wieder. Ey, nee. Egal. Haben wir uns mal drüber aufgeregt, wunderbar. Jetzt geht's wieder ernst los. Yeah! Klar, Mann!
so witzlos. Ich glaube, ich suche mal einfach eine Lobby, ey. Eine neue Lobby. Wo man wenigstens noch auf Halbnormale trifft und nicht solche Sucht, die ist hier. Ja, komm, verpiss dich mal. Dankeschön. Yeah. Ja, Captain ums Spawn rum, du Hurensohn! Ich warte noch in dieser Bar. Ich komm, jetzt kannst du dich hier mal verpissen, du Hurensohn. So. Alter, meine Fresse, ey. Komm, piss dich weg mit deinen dämlichen 3R-Schwapper. Ey, das kann doch noch nicht sein, Mann! So ein Müll! Toll, ey! Nur komplette Sucht, die ist hier dabei, ey. Meine Fresse, ey. Ach, lecken. Ah, Mann. Ja, komm, das geht, das brauche ich nicht mal zu sehen. Weg damit. Ebno, weg damit. Ja. Oh so, es hält sich sogar noch an Grenzen. Naja, eine Runde machen wir noch. Ich weiß sowieso schon, dass dieser Part ein bisschen länger sein wird als die letzten beiden. Ja, dann ist es halt so. Naja, ich suche mir eine neue Lobby, wir sehen uns gleich wieder. So, endlich hat's auch mal das Random-System mal gebacken bekommen, als Aruvada-Sender mal rauszupicken. Weil ich war jetzt ernsthaft dabei, die Aufnahme zu stoppen und jetzt so lange irgendwelche Runden zu spielen, dass es Aruvada-Sender drankommt und dann wieder eine neue Aufnahme zu starten. Wäre ich jetzt wirklich ernsthaft dabei, ne? Weil, okay, ich hätte es auch schon gestern machen können. Aber egal. Für euch vorgestern, weil es am Sonntag kommt, die Folge, aber egal. Fuck! Willst du die hier ein? Du Fischkopf! Hätte der mich gekillt, Alter. Ich wäre ausgerastet. Aufs Übelste. Ja. Weil ich nicht bis ganz nach oben gehen konnte, sondern nur bis zum Turm. Erstmal schön geklutscht und dann habe ich noch nicht mal die Möglichkeit gehabt, wenigstens ein, zwei Leute zu töten. Geil. Manchmal ist der Splashdown wirklich übelst beste. Warte, ich kill ich noch. So. Nice. Die führen auf jeden Fall nicht. Das finde ich nicht so geil. Ich habe keinen getroffen. Wirklich? Wie kacke ist denn das? Ja, Pinsel, ey, finde ich geil, ne? Ja, was war denn das jetzt für eine unlogische Scheiße? Ich habe den Turm von dieser Fläche eingefärbt und da kam nichts. Betrug, ey. Schlimm genug, dass ich vom Pinsel ermordet wurde. Nee. Einfach nur, nee. Ja, Blaster ab, fuck, ey. Verpiss dich, ey. Meine Fresse. Ja, komm, der ist wenigstens ja auch mal tot. Sniper, meine Fresse. Ey. Ich will nicht mehr. Zum Glück zocke ich fast nur noch Splatoon, wenn ich eine Aufnahme starte irgendwie. In den meisten Fällen. Weil ich habe wirklich einfach nur keinen Bock mehr irgendwie, keine Ahnung. Nicht, dass ich sowieso nur abgefuckt werde, sondern allgemein irgendwie.
Da sag ich nur Langmotivation, ne? Ist auf jeden Fall da. Kappa. Piss dich weg! Mann, warum stirbst du nicht? Genau, lass mich auch nicht mal meine Ulti einsetzen. Ich hab doch allen Vogel, ey. So, jetzt mir egal. Jetzt werde ich erstmal gar nichts mehr sagen. Weil egal, was ich an mich sage, dass ich sowas von abgefertigt werde. Ohne Witz. Piss dich einfach nur weg, Alter, ey. Dreckspinsel, Junge. Kann die Runde ich einfach mal beendet werden? So schnell wie möglich. Stimmt eher gar nicht. Erst wenn die Minute abgelaufen ist. Man sieht meine Gesichtsausdrücke. Ich hab voll noch Bock drauf, auf jeden Fall, ne? Definitiv. Nee. So haben wir nicht gewettet. Komm, dreckiger Sniper hier. Chance haben wir definitiv nicht mehr. Warum bist du nicht gestorben, Mann? Ja, ach. Komm, ey, kein Bock mehr auf den Scheiß. Ja, das Übliche brauche ich jetzt nicht zu wiederholen. Haut rein.